Winnenderinnen und Winnender. Wir befinden uns gerade vor dem schön geschmückten Osterbrunnen auf dem Marktplatz hier in Winnenden und wünschen Ihnen gemeinsam ein frohes Osterfest. Mit dem Fest der Auferstehung Christi, dem Osterfest, kommt auch das Frühlingserwachen. Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen wärmer. Und mit der Osterzeit schöpfen wir Menschen neue Kraft und Hoffnung. Lebensmut und Zuversicht werden gerade in diesen Zeiten, in denen wir nun schon seit über einem Jahr unter dem Einfluss der Pandemie leben müssen, mehr denn je benötigt. Bereits zum zweiten Mal können wir das Osterfest nur im engsten Familienkreis feiern. Es fällt uns allen daher zunehmend schwer, den Blick zuversichtlich nach vorne zu richten. Trotzdem sind wir als Gesellschaft gefragt, weiter zu hoffen. Genau. Und damit wir auch alle relativ sicher und beruhigt Ostern feiern können, weisen wir Sie hiermit auch nochmal darauf hin, die Testmöglichkeiten in Winnenden zu nutzen. Wir haben 3 Stück. Eins befindet sich hier direkt hinter uns, das Schnelltestcenter auf dem Marktplatz. Das zweite finden Sie auf dem Schotterparkplatz gegenüber von der Bamboo Lounge. Und das dritte befindet sich in der alten Kälte. Nutzen Sie diese Testmöglichkeiten, um Ihre Liebsten zu beschützen, sich selbst zu beschützen und somit Ostern zu genießen. Also nur durch intensives Testen können Infektionsketten früh unterbrochen und das Steigen der Fallzahlen zurückgedrängt werden. Leider erleben wir gerade wieder, auch in Winnenden, das Gegenteil. Die Infektionszahlen steigen deutschlandweit. Aus diesem Grund ist es seit dieser Woche auch wieder nur mit Click und Collect beim Einkaufen möglich, in die Geschäfte oder zu den Geschäften zu gehen. Aber unsere Einzelhändler freuen sich sehr, wenn sie direkt bei ihnen bestellen und die Ware dann abholen oder liefern lassen. Ich wünsche Ihnen im Namen unseres Gemeinderats, der Stadtverwaltung, auch im Namen von unserem Winnender Mädle Giuliana Di Donna und persönlich, dass Sie trotz diesen Umständen das Osterfest im Kreise Ihrer Familie miteinander feiern können, zur Ruhe finden und dann neue Kraft und Hoffnung schöpfen. Schließe ich mich natürlich an und hoffe, dass Sie somit auch das schöne Frühlingswetter genießen können. Wenn Sie jedoch noch mehr Lust auf mehr Frühlingsstimmung haben, kann ich Ihnen einen Spaziergang nach entweder Bräuningsweiler oder Bürg empfehlen. Dort finden Sie nämlich nochmal schön geschmückte Osterbrunnen in der jeweiligen Ortsmitte. Frohe Ostern!